Disney feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. In Bayern wird dieses Jubiläum ganz besonders zelebriert. Hier wächst nahe des Ammersees ein riesiges Labyrinth. Das Motiv ist das Aushängeschild des Unterhaltungskonzerns Mickey und Minnie Maus. Der Irrgarten erstreckt sich über ein 18.000 Quadratmeter großes Feld und besteht aus mehr als 350.000 Pflanzen. Errichtet wurde das Labyrinth von den Landwirten Corinne und Uli Ernst zusammen mit ihrem Team. Angepflanzt wurden unter anderem Mais, Sonnenblumen und Hanf. Die Wege durch das Labyrinth sind rund 3 Kilometer lang. Seit 1999 gestaltet das Landwirtepaar jedes Jahr einen Irrgarten mit unterschiedlichen Motiven. 2019 waren es die Biene Maya und ihr Freund Willi, 2020 nahm das Labyrinth die Gestalt von Beethoven an und 2016 war das Motiv ein Sonnensystem. Mickey und Minnie Maus sind somit das 25. Labyrinth am Ammersee. Am Mittwoch, den 19. Juli 2023, öffnet es für Besucher. Es erwartet sie laut Website ein buntes Rollensuchspiel mit Helden und Freunden aus 100 Jahren Disney.